Ich habe Leute gesehen, die Sex haben, irgendwelche Blowjobs. So wie andere mit Freunden in die Bars gehen, gehen wir irgendwie jeden Mittwoch kinky feiern. Dann denke ich, ist das mein Outfit fürs KitKat. Das KitKat in Berlin ist einer der berüchtigsten Clubs Deutschlands. Unter anderem bekannt für seine sehr strenge Türpolitik und ein striktes Kameraverbot. Hier findet jeden Mittwoch die Kinky Party Symbiotica statt. Eine Techno-Party, bei der alle ziemlich wenig anhaben und auf der man theoretisch auch Sex haben kann. Solche Events werden immer beliebter und es gibt sie mittlerweile in immer mehr Städten. Ich frage mich, was den Reiz daran ausmacht und wie es wirklich ist, im KitKat zu feiern. Deswegen werde ich heute eine Nacht auf einer Kinky Party verbringen. Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Hallo, hallo. Hallo Chris. Na, willkommen schön, dich zu sehen. In den Heiligen Hallen. Chris, du bist der Veranstalter von der Party heute Abend, richtig? Genau, von Symbiotica, genau. Was ist Symbiotica genau für eine Veranstaltung? Symbiotica ist eine Sex-Positiv-Party hier im KitKat Club. Wir verbinden eigentlich besten internationalen Techno mit einer hedonistischen Lebensweise. Das heißt, wir sind kinky, wir haben einen Dresscode, wir sind keine Swinger-Party, wir sind keine Sex-Party, wir sind eine Sex-Positiv-Party. Ja, und seit 7 Jahren finden wir hier in dem legendären KitKat Club statt, jeden Mittwoch. Erstmal willkommen, dass ihr da seid. Das hier ist so der Eingangsbereich? Das ist der Eingangsbereich, hier die Garderobe. Wir haben einen strengen Dresscode, wir weisen ungefähr 250 Leute jeden Mittwoch ab. Und es geht natürlich schon auch einen sexy Vibe mitzubringen, also die Outfits sind schon kinky. Wenn man jetzt hier im Eingangsbereich ankommt, ja, bezahlt man, gibt sein Handy ab. Und wie geht's denn weiter? Man gibt seine Jacke und seine Klamotten ab. Es wird auf Drogen kontrolliert. Es wird natürlich kontrolliert, dass du wirklich dein Handy abgegeben hast. Dann kommst du weiter. Das ist dann die Gartenbar. Auf jeden Fall auch interessant gestaltet. Genau. Hier. Also hier hast du eigentlich für jedes Bedürfnis einen eigenen Bereich. Du kannst dich hinlegen, du kannst reden, du kannst an die Bars gehen, du kannst tanzen, du kannst auch Sex haben. Und was würdest du sagen, inwiefern geht es bei solchen Kinky-Partys auch um Sex? Hier ist eine Sex-Positiv-Party. Das heißt, du kannst hier Sex haben, wenn du möchtest. Natürlich alles einvernehmlich. Es gilt natürlich ganz klare Regeln dabei. Aber es geht eher um Selbstbestimmung. Es geht um freiheitsliebende Menschen. Bei so einer Party ist einfach ganz viel zu gucken. Wir haben coole Tattoo-Leute, die bei uns Stammgäste sind. Ob es natürlich irgendwelche Drag-Queens sind, ob es Trans-Menschen sind. Es gibt natürlich Leute, die in Latex-Outfits da sind oder in Gummi-Outfits oder Menschen, die sich gegenseitig an der Leine führen, die aus dem BDSM-Bereich kommen oder die in irgendeiner Ecke gespankt werden. Es gibt Leute, die aber auch im Bereich Cosplay also sich angezogen haben. Also wir haben eigentlich ja ein Zuhause für alle diese sagen wir mal, Randgruppierungen, die aber das Leben natürlich total bunt machen und vielfältig machen. Und genau dafür stehen wir. Ich treffe jetzt Amy. Amy geht regelmäßig auf Kinky-Partys und wird mich so ein bisschen in die Kinky-Welt einführen. Hallo! Hallo, Amy. Freut mich. Wie ist das bei dir? Wie oft gehst du auf Kinky-Partys? Also immer mittwochs zu Symbiotica. Das ist so das Standardprogramm. Und dann meistens noch einmal am Wochenende. Okay, also schon so zweimal die Woche? Ja, zweimal die Woche mindestens. Crazy. Gehst du denn dann auch noch normal feiern oder schon hauptsächlich kinky? Also hauptsächlich kinky ist in Berlin auch inzwischen sehr verbreitet und ab und zu noch zu Techno-Events. Und jetzt wollen wir beide ja gleich ein Outfit für mich raussuchen. Genau. Was würdest du sagen, wie wichtig ist das richtige Outfit für so eine Party? Absolut entscheidend, weil ohne richtiges Outfit wirst du nicht reinkommen und dann kannst du die Party nicht genießen. Dann bin ich sehr gespannt, ob wir was finden werden. Worauf kommt es bei einem guten Kinky-Outfit an? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du dich darin wohlfühlst. Sonst kannst du es nicht genießen und dich frei fühlen. Wichtig ist aber einfach, dass man erkennt, dass du dir Mühe gegeben hast, dass du dir Gedanken gemacht hast und dass du ein bisschen Haut zeigst. Und was sind so typische Kinky-Outfits? Also sehr viele tragen Joker mit Kinky-Schriftzügen oder richtig mit Karabinern zum Festhalten. Oder jetzt Harnesse sind super beliebt. Also das wäre dann sowas, das wäre dann ein Ledergurt, nenne ich es mal, ja, hier genau, rein stupfen. Entweder oberkörperfrei oder manche tragen auch noch Netzhemden drunter, obwohl das eher so die Anfänger sind. Wollen wir mit einer Hose starten? Voll gerne. Oder ja. Ich nehme an, du willst lieber Hose und dann Harness oder ein T-Shirt anstatt ein Body? Body ist was genau? Ein Body wäre jetzt. Ja, da trägt man dann nichts anderes mehr zu, oder? Wir können noch Accessoires dazu aussuchen, aber das wäre dein Hauptunterteil erstmal. Ich finde diese Federdinger auch irgendwie voll geil. Genau, das wäre dann auch ein Federharness. Ah, okay. Genau. Also hier kannst du als modisches Accessoire nehmen, aber theoretisch kannst du auch eine Leine ranmachen. Crazy. Das hat auf jeden Fall schon was. Schauen wir mal.
dann hast du. Soll ich direkt einfach mal was anziehen? Ja. Okay. Wie ist das eigentlich bei dir? Wie bist du damals in die Kinky-Szene gekommen? Ich habe vorher schon total viel ausprobiert, so privat im sexuellen Bereich, und wollte es dann einfach auch mal erleben, wie es ist, auf eine Sex-Positiv-Party zu gehen. Tatsächlich war ich das allererste Mal Kinky feiern bei Symbiotica. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, 2 oder 3 Jahre her. Bin da reingekommen und habe mich total wohl und zu Hause gefühlt. Symbiotica ist für mich jetzt auch einfach wie eine Familie. So wie andere mit Freunden in die Bars gehen, ja, gehen wir irgendwie jeden Mittwoch zu Symbiotica und treffen uns da. Hab eine schöne Zeit, fühle mich wohl, kann ich selbst sein und kann mich auch ausleben. Yes, es sieht gut aus. Ich weiß nicht, ob ich mich darin sehe. Mal gucken. Ups. Schon ein bisschen ungewohnt. Also so freizügig bin ich sonst nicht in irgendwelchen Clubs unterwegs, ehrlich gesagt. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es bestimmt auch Leute gibt, die sich nicht so sehr wohlfühlen, wenn sie sich so leicht bekleidet zeigen müssen. Ist das dann nicht auch so ein bisschen schwierig, wenn man dann quasi durch den Dresscode so gezwungen ist, irgendwie sowas anzuziehen? Es gibt unglaublich viele Komplimente und die Leute sprechen auch einen gegenseitig darauf an, wenn man coole Outfits anhat, und freuen sich mit einem, wenn man sich was traut und da einfach aus sich rauskommt, weil darum geht es einfach auch viel bei den Partys: offen sein, aus sich rauskommen, sich selbst zu erfahren. Würdest du sagen, kann man so KitKat? Ja, wir haben ein fertiges Outfit. Lederhose und ein Federharness, das ist kinky. Also damit würdest du reinkommen. Dann denke ich, ist das mein Outfit fürs KitKat. Nicht nur hier im Laden gibt es eine Menge Sextoys, sondern auch beim Sponsor des heutigen Videos, Lelo. Lelo stellt eine ganze Bandbreite an hochwertigen Sextoys her, die stilvolles Design mit innovativer Technologie verbinden. Zum Beispiel den neuen F1 SV3, ein speziell für Männer entwickeltes Toy, und zwar ein Masturbator. Der kombiniert ein spezielles Flüssigsilikon mit flexiblen Rippen, wodurch er sich perfekt an jede Anatomie anpasst und sich besonders weich anfühlt. Darüber hinaus verfügt der Masturbator über einen eigens entwickelten interaktiven AI-Modus. Das heißt, das Toy merkt, welche Stimulation ihr gerade braucht, und passt die Intensität automatisch an. Also wenn ihr euch dafür oder für andere Toys interessiert, dann schaut gerne mal bei Lelo vorbei. Aktuell läuft da übrigens ein großes Gewinnspiel, bei dem 1000 Toys verlost werden und ihr entweder ein kostenloses Spielzeug oder einen exklusiven Rabatt gewinnen könnt. Alles, was ihr machen müsst, um am Gewinnspiel teilzunehmen, ist, euch in den Newsletter einzutragen, und schon seid ihr dabei. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Jetzt kommen wir zum Main Floor. Oh, geil. Also der Main Floor ist, sagen wir so, mit dem vorderen Bereich so für 700 bis 800 Leute. Ich bin sehr gespannt, wie das später hier wird. Genau. Da kann ich dir gerade mal Rala und Dennis vorstellen, die Hallo. Beide Teil unseres Performance-Teams sind. Rala probt ein bisschen was, irgendwie neue Shows. Also das heißt, hier treten heute Abend verschiedene PerformerInnen auf. Genau. Wir haben auch Bondage-Shows, also dass Leute im Bondage, also gefesselt, zum Beispiel an einem Haken hier hängen und verschiedene Sachen. Also wir zeigen natürlich auch sehr unterschiedliche Art von Shows. Dann hast du hier den Wangfloor. Wenn du hier die Treppe hochgehst, hast du eigentlich so eine Art, auch ein bisschen so eine Play-Area. Dann hast du hier den berühmten KitKat-Thron. Okay, was ist hier, hier ist ein Bereich? Das ist auch so ein Play-Bereich. Ah, okay. Das hier ist schon so ein Bereich, der ja schon dafür ausgelegt ist, damit die genau, Leute Sex haben. Du kannst dich natürlich auch da hinsetzen und dich einfach unterhalten. Aber ab einer gewissen Uhrzeit ist das schon ganz gut hier belegt mit Konstellationen von Menschen, die miteinander spielen wollen. Ab wie viel Uhr geht's los? Also es gibt manchmal Abende, da passiert relativ wenig, und andere Abende, man den Eindruck, wow, auf einmal explodiert der Laden vor sexueller Energie. Das ist sehr unterschiedlich. Aber ganz grundsätzlich darf man hier überall Sex genau haben, ja, an jedem Ort. Genau. Welche Regeln gibt es denn hier so grundsätzlich, damit sich alle wohlfühlen? Nein ist nein. Nicht anfassen, sondern fragen. Du kannst nicht jemanden einfach beim Vorbeigehen irgendwie an den Arsch packen oder sowas. Wir haben mehr weibliche Gäste als männliche Gäste auf meiner Party. Gerade weibliche Gäste, die sagen mir fast jeden Mittwoch, dass sie sich einfach auf so einer Party viel safer und viel respektierter fühlen, als zum Beispiel in irgendwelchen R&B-Mainstream-Clubs, wo sie, wenn sie einen kurzen Rock anhaben, permanent irgendwie auf dem Dancefloor angepackt werden. Das gibt es bei uns so gut wie gar nicht. Und wenn, da sind die Leute schneller raus wieder aus dem Laden, als sie denken können. Wir haben zum Beispiel auch immer ein Awareness-Team. Also wir haben Mitarbeiterinnen, die gerade in diese Ecken rumgehen und auch die Menschen, gerade natürlich auch Frauen, immer ansprechen, ob alles cool ist, ob alles okay ist. Wir haben aber auch ganz viele
viele Gäste, die auf die Gäste aufpassen. Das ist irgendwie zum Beispiel sehr interessant. Und natürlich passiert immer wieder was, das kann man nicht verhindern. Aber wir versuchen natürlich das Bestmögliche, dass so wenig wie möglich passiert und alle Gäste ja, eine schöne Nacht haben hier. Dann geht's jetzt zum Vorglühen mit Freunden von mir. Hi. Freut mich. Hi. Felix. Cheers. Das sind ja jetzt so sexpositive Partys. Geht ihr da auch hin, um irgendwie so sexuelle Erfahrungen zu machen? Oder wie wichtig ist Sex bei solchen Partys? Ja, also ich gehe auch wirklich wegen der Musik dorthin. Und Sex passiert eigentlich wirklich im Hintergrund. Nur wenn man Sex wirklich sehen will, dann muss man halt auch danach suchen. Also geht ihr wegen der Musik hin oder warum? Also gerade bei der Symbiotika-Party würde ich sagen, ist das so ein Mix aus allem. Also Musik. Mhm. Musik, ne? Ist die bisher. Die ist natürlich etwas härter vom Techno her. Dann sind es einfach die Leute. Ne? Nach einer gewissen Zeit kennt man einfach viele da. Und dann ist es halt wie so ein Nachhausekommen. Also der Socializing-Aspekt ist halt sehr groß, was man halt auch immer wieder hört. Wenn ich ins Kitty gehe, dann habe ich doch Sex. Die haben doch da alle Sex. Ne? Also die denken, man kann einfach als Mann auf eine Frau zu gehen, und das ist dann recht leicht, das Spiel. Aber trotzdem muss ja vorher noch eine normale Interaktion stattfinden, sei es reden oder sich anflirten oder wie auch immer. Es sind ja alle so ein bisschen leichter bekleidet und so. Und man könnte ja jetzt irgendwie denken, okay, dann kommt es vielleicht ein bisschen mehr noch zu irgendwelchen Übergriffen. Wie ist das im Club? Also im KitKat wurde ich noch nie dumm angemacht. Ja, und da ich auch nicht. Angetan, ich hatte noch nie eine unangenehme Situation. Club ist. Aber wenn man von sich was preisgibt, vor allem auch diese Nacktheit, haben die anderen einfach sehr viel, also vor allem auch die Männer, viel mehr Respekt vor einem. Bei Symbiotika vor allen Dingen und auch bei diversen anderen Partys gibt es halt auch ein Awareness-Team. Sind auch mit Westen rennen die rum, so neongelbe Westen. Und wenn dann da halt irgendwas passiert, was man nicht möchte, ja, also sei es jetzt eben ein Übergriff, ob verbal oder nonverbal, dann ist man halt auch ganz schnell draußen, ne? Also sehr klar. Wo sind wir jetzt hier genau? Genau, wir sind jetzt hier in der Gartenbar. Das ist zum Beispiel so ein Ort, wo viele Leute sich hinsetzen, wenn sie erstmal reinkommen, erstmal hier was trinken, sich unterhalten und dann letztendlich zum Dancefloor gehen. Also hier ist die Musik dann auch nicht so laut, dass man sich nicht unterhalten kann. Einer der ein bisschen ruhigeren Orte. Gibt's richtig viel zu entdecken auf jeden Fall. Hier gibt's Alkohol. Wie sieht das so mit anderen Drogen aus? Weil so Techno-Partys sind ja schon auch bekannt dafür, dass da auch mal die ein oder andere Substanz konsumiert wird. Ja, also wir halten uns natürlich ganz klar an die Gesetzgebung. Wir haben ganz klare Drogenkontrollen. Bei G haben wir eine wirklich No-Tolerance-Policy. Also wer mit dem Fläschchen G erwischt wird, der kriegt auch ein lange Hausverbot. Natürlich wissen wir sind nicht blöd. Jede Jugendkultur hat seine Drogen, jede Musikkultur hat seine Drogen. Aber wir versuchen natürlich, möglichst es so zu halten, dass es keinen offenen Konsum gibt, dass Leute natürlich sich sicher fühlen können. Aber wenn jetzt zum Beispiel irgendjemand auf irgendetwas, ob es jetzt Alkohol ist oder meinetwegen auf Keta oder was Gott was, abschmiert, dann schmeißen wir den nicht irgendwie auf die Straße, sondern wir haben ein kleines Sunny-Bereich. Dann betreuen wir die mit dem Awareness-Team und passen natürlich auch einfach auch auf die Menschen auf. Aber natürlich sind wir kein rechtsfreier Raum. Und jetzt zeige ich euch mal das Herzstück von dem Club eigentlich. Der sagenumwogene Pool. Genau, der sagenumwogene Pool vom KitKat. Grundsätzlich bei manchen Partys kann man hier auch schwimmen oder ja, was passiert klar. Hier? Natürlich, klar. Also normalerweise ist das hier, überall sitzen Leute, Leute schwimmen hier, Leute sind am Schaukeln. Was sind sonst so Sachen, die eine gute Kinky-Party haben sollte oder was braucht eine Location für eine gute Kinky-Party? Also ich glaube, da gibt es keine festen Regeln, aber wir haben Mobiliar, das aus dem BDSM-Bereich kommt, das man natürlich auch gerne verwenden kann. Also ganz, ganz viele Leute reden ja vom KitKat als, das ist ihr Wohnzimmer, ihr Zuhause. Diese private Atmosphäre, die muss man natürlich schaffen, damit die Leute sich wohlfühlen und vielleicht auch dann ein bisschen mehr starten als nur tanzen. Jetzt habe ich das Gefühl, dass so Kinky-Partys in den letzten Jahren immer beliebter werden. Hast du auch das Gefühl und weißt du, woran das so liegen könnte? Das ist natürlich ein Gesamtprogramm, das wir mitbringen. Nicht nur ja, tanzen, sondern einfach auch ganz viel schauen, ganz viel sehen, ganz viel erleben. Und ich glaube, das ist heutzutage in so einer ja doch auch sehr erlebnishungrigen Gesellschaft irgendwie auch ein Konzept, was viele Gäste auch suchen. Das macht es natürlich so attraktiv. Wir meinten ja vorhin schon in der großen Runde, dass man immer wieder gerade am Mittwochs die gleichen Gesichter sieht. Und dann müssen ja sicherlich auch einige von den Leuten arbeiten am nächsten Tag, am Donnerstag. Ja, wie ist das bei euch eigentlich? Müsst ihr morgen arbeiten? Gerade nicht. Also, du bist ja auch selbstständig. Ich werde morgen arbeiten, weil ich halt das Camgirl und Onlyfans machen werde. Aber da kann ich natürlich frei einteilen, wann ich online gehe zum Beispiel oder wann ich schreibe. Ist das so bei vielen, dass sie irgendwie
also nicht arbeiten müssen oder studieren oder vielleicht irgendwie sowas? Also ich kenne viele, die tatsächlich einfach normale Jobs haben oder auch studieren natürlich. Aber viele von uns, zu denen gehört irgendwie der Mittwoch so sehr zum Leben dazu auch oder die Symbiotika-Party, dass ich viele kenne, die lieber am Wochenende dann arbeiten und dafür im Vertrag drin stehen haben oder mit dem Arbeitgeber besprochen haben, dass sie Donnerstag frei haben. Ach krass, okay. Ja, genau, das ist halt auch eine Möglichkeit, wie man das dann machen kann. Techno-Partys verbindet man ja oft auch so mit Drogenkonsum. Wie ist das hier so bei Kinky-Partys? Ist das da normal, dass irgendwie Drogen konsumiert werden? Ich würde das nicht unbedingt auf Kinky-Partys münzen, das Techno-Partys allgemein. Was wird dann so konsumiert? Also was sind so da die beliebtesten Party-Drogen? Ja, Koks sicherlich, Speed, MDMA, gerade jetzt auch sehr im Kommen bei vielen, Ketamin oder auch schon seit länger. Und was halt auch im Kommen ist, ist halt 3-MMC, jetzt auch schon seit geraumer Zeit. Und das ist halt auch in der Techno-Szene sehr verbreitet. Ja, aber ich kenne jetzt auch viele, die keine Drogen nehmen auf diesen Partys. Also von daher... Auch, ja. Genau. Ja. Sollen wir uns umziehen? Also, ja, klar. Ja, dann kannst du mal dein Outfit jetzt präsentieren. Genau, dann kann ich das präsentieren. Und ich hoffe, das gefällt mir noch. Ah. Willst du ins Bad oder ins Schlafzimmer? Das hatte ich auch an. Ja, das stimmt. Den haben wir anprobiert bei The Code. Ja. Ja. Crazy. Ja, dann würde ich sagen, zeig mal dein Outfit, wir uns oder? Mal um. Also das ist jetzt das, was du heute trägst? Ja, genau. Ja, aber ist ja auch jetzt gar nicht so ultra freizügig. Nö, gar nicht. Du bist ja sexuell schon relativ offen, oder? Wie sind so deine Erfahrungen dann gerade, was so Sex im KitKat bei so einer Kinky-Party angeht? Ich gehe nicht ins Kitty für Sex oder ähnliches. Mhm. Und schätze es aber einfach immer noch, dass ich die Möglichkeit habe. Also das heißt, du hast nicht jedes Mal Sex, nein, aber... Nein, auf gar keinen Fall. Ich würde sagen, fast nie tatsächlich. Also wirklich fast nie. Aber du hast schon sexuelle Erfahrungen. Aber ich habe halt auch im Kitty sexuelle Erfahrungen gemacht. Weil es halt ist so, wenn du da jemanden dann kennenlernst oder so, musst du nicht nach Hause gehen. Ja. Sondern kannst es halt dort machen. Aber ist das nicht komisch, in einem Club so Sex zu haben, wenn da so viele Leute sind, die irgendwie zugucken können und so? Ja, also du hast ja immer auch ein bisschen so separatere Bereiche. Ja, aber es ist auch nicht so, als würden sie dann groß glotzen oder ähnliches. Alles kann, nichts muss. Und das stimmt halt beim Kitty oder bei Symbiotika immer. So, okay, wir sind jetzt alle umgezogen, das heißt, es kann losgehen. Hallo. Hallo, Süße. Und wen hast du damit gebracht? Hallo Felix. Hallo Felix. Du bist Charlotte. Du machst hier die Tür. Genau, ich mach die Tür hier. Und du hast ihn auch entsprechend eingekleidet? Ich hab ein bisschen hier was drunter. Okay, schön. Schöne Federn, wunderbar. Reicht sehr das? Schön gemacht. Ja, das ist in Ordnung auf jeden Fall. Gerade dein erstes Mal, ne? Genau, ja. Ja, für das erste Mal alles in Ordnung. Wie viele Leute weißt du dann so ab an so einem Abend? Das ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich würde sagen so zwischen 200 und 300. 200 und 300? Krass. Also schon eine Menge. Ja. Kontrollierst du auch, ob irgendwer Drogen dabei hat? Das ist drin. Das machen wir an der Tür nicht, sonst hätten wir echt zu viel zu tun. Das heißt, wir können jetzt reingehen? Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Und wie gesagt, wenn irgendwas ist, einfach zum Awareness-Team gehen. Alles klar. Vielen Dank. Dankeschön. Für uns geht es jetzt in den Club. Da dürfen wir natürlich leider nicht mehr filmen. Aber wir werden uns zwischendurch noch mal melden und so ein bisschen berichten, was wir so erleben. Bin gespannt. Los geht's. Los geht's. Wir sind angekommen, haben was getrunken irgendwie an der Bar. Erstmal so ganz entspannt, erstmal einfach so da gesessen und gequatscht mit irgendwelchen Leuten. Gerade waren wir auch noch mal ganz kurz irgendwie auf der Tanzfläche. Da ist auch schon eine Menge los, also echt sehr viele Leute, die da irgendwie am Start sind und tanzen. Wie würdest du sagen, wie ist deine Stimmung? Ja, die Stimmung ist einfach so positiv aufgeladen. Es kann einfach alles passieren irgendwie in diesem Club. Ein bisschen knistern ja. In der Luft. So. Ja. Das merkt man schon tatsächlich. Das ist schon verrückt. Also es hat schon irgendwie so eine gewisse Spannung. Und ich finde es ganz geil. Wir stürzen uns jetzt noch mal so ein bisschen in die Menge. Dann berichten wir später noch mal. Mittlerweile noch mal ein bisschen später, also um die 3 Uhr. Mittlerweile habe ich schon so den einen oder anderen beobachtet, der in diesen Liegebereichen am Start ist. Ich habe irgendwie Leute gesehen, die Sex haben, irgendwelche Blowjobs, irgendwie Leute, die einfach so ein bisschen intim waren. Es sind nicht so mega viele. Also ich hätte mir vorgestellt, dass hier vielleicht mehr Sex ist tatsächlich, aber es ist eher so vereinzelt, sieht man mal ein paar Leute, die da irgendwie ein bisschen aktiver sind. Das ist dann so ein bisschen so, es sind einfach ein paar Leute, die dann so für sich sind. Ja, die meisten kommen einfach auch her zum Tanzen und Reden, was wir ja auch viel gemacht haben. Ja, voll. Also wir waren jetzt
viel auf der Tanzfläche, haben mit vielen Leuten gesprochen. Also ohne Scheiß, ich glaube, das ist bisher so eins meiner besten Club-Erlebnisse überhaupt. Also ich finde, das ist echt irgendwie so eine ganz andere Atmosphäre als so bei anderen Partys. Ich kann es gar nicht so ganz genau beschreiben, aber ich fühle mich hier irgendwie so ein bisschen wohler. Und das, obwohl ich so aussehe, so würde ich ja normalerweise irgendwie zu Hause jetzt nicht rumlaufen. Die Leute sind halt alle offen, man kann mit jedem irgendwie quatschen. Das ist ja auch der Grund irgendwie, warum wir jeden Mittwoch herkommen, ja. Weil für uns ist einfach Freunde treffen. Ja. Und mit denen sich unterhalten und austauschen. Vielleicht auch noch mal so kurz irgendwie zusammengefasst. Man denkt ja vielleicht, das ist jetzt irgendwie hier sowas voll die andere Welt. Aber im Prinzip ist es eigentlich nur so eine Techno-Party, bei der die Leute so ein bisschen weniger anhaben und alle halt so voll lieb sind, so aufeinander aufpassen und so eine, ja, schöne Atmosphäre ist. Wir fahren jetzt noch ein bisschen weiter, aber jetzt packen wir die Kamera mal weg, damit wir das Ganze auch noch mal für uns einfach erleben können, ohne dass ich noch daran denken muss, dass ich hier nachher noch irgendwas rein erzähle. Deswegen auf jeden Fall, Amy, vielen Dank, dass du mich so ein bisschen in die Kinky-Welt eingeführt hast. Ja, damit geht meine Nacht im KitKat zu Ende. Ich muss sagen, für mich war das super interessant, mal bei so einer Kinky-Party dabei zu sein. Also ich könnte mir schon vorstellen, hier nochmal feiern zu gehen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr über das Thema denkt. Hier geht's zu einem weiteren Video von mir. Da war ich eine Nacht in einem Swingerclub. Das war auch sehr spannend. Abonniert den Kanal, um keine Videos mehr zu verpassen. Und ich gehe jetzt ins Bett. Gute Nacht. Tschüss.